So Leute, heute habe ich euch mal aus der Poggio-Nebbiale-Reihe, für die ich ja auch als Önologe verantwortlich bin, was mitgebracht. Vor Ort haben wir eine nette Önologin, die Agnese, die nach meinen Vorgaben den Wein ausbaut. Und wir haben jetzt hier den Morellino, was ja eine klassische Geschichte für die Maremma, für die südliche Toskana ist. Ein bisschen weicher ausgebaut, ein bisschen fruchtiger, ganz bewusst. Das ist 2019. Es ist schon so ein Alltagswein eben auch, der zu Pizza Pasta schmeckt, zur Brotzeit schmeckt, aber auch zu kräftigeren Gerichten. Wie schon gesagt, so ein bisschen was Fruchtbetonteres mit nicht zu viel Gerbstoff, weiche, cremig im Abgang. Probiert es das mal, das ist wirklich ein wunderbarer Allrounder.